holt sie sich die zweite Medaille, macht sie sich gar zur Doppel-Weltmeisterin von St. Moritz. Alles ist möglich. Auf geht's, Wendy. Und sie fährt alles oder nichts. No risk, no fun. Aufpassen auf die Einfahrt in den Steilhang. Auf, wenn es Susunovator. Da ist sie durch, da ist sie drüber. Und jetzt steiler Einfahrt. Ja, gut, und durch einmal. Aber das ist im ersten Durchgang auch passiert. Sie bleibt nämlich dann meistens recht cool und ab jetzt wird es wieder besser werden. Schau, nur 1800stel verloren. Und die Wende, die war unten im Schlussabschnitt, die zweitschnellste im ersten Durchgang, die kann zulegen. Ja, und jetzt legt sie auch wieder zu. Sie versucht wirklich Gas zu geben. Gut, da macht sie sich schlank, ist da durchgeschlüpft. 2500stel sind es noch. Auf Frieda Hansdotter. Entscheidet jetzt da die Eisfahrt. Ah! Nein, das hat keine Zeit gekostet. Schau, sie geht, sie hat noch Gas. 31, 91, Wendy Holdener ist im schlimmsten Fall Vize-Weltmeisterin im Slalom. Und das gibt für die Schweiz die erste Slalom-Medaille bei den Damen seit 20 Jahren. Karin Rothen war der dritte 1997. Und jetzt haben sie wieder eine, ganz genau. Welche wird es? Holdener, Hansdotter, wunderbar, die warten jetzt auf Michaela Schifrin. Große, große Hochachtung vor der jungen Wendy Holdener, die dem Druck standgehalten hat und ihre Leistung abgerufen hat. Ganz große Sache, Wendy. Oh, auch da der Ruckler drin. Ja, der Ruckler, weil sie die Stange am Ski bekommen hat. Dadurch die Linie verloren, aber trotzdem in Führung gegangen. Ja, das ist alles, was zählt heute. Nur siebtbeste Laufzeit. Nur siebtbeste Laufzeit. Aber das ist alles wurscht. Jetzt steht sie mal vorne. Wendy Holdener, eine ist noch oben und keine kennt diese Situation besser als Michaela Schifrin.